Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, so lasst mir doch bitte ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch gerne ein Like da, kommentiert das Video und nach dem Intro wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Haut rein. Ciao. So, wir wollten uns um die Extraktoren kümmern, ne? Wir waren dabei, uns um die Extraktoren. Ja. Hast du die Materialien dafür schon mitgenommen? Die Statoren und die verstärkten Platten? Alles dabei. Ich habe genug Material, um 10 Stück zu bauen. 10 Stück, das sollte auf jeden Fall ausreichen. Wie viel hattest du gestern ausgerechnet? 4 Stück über Tag. Das heißt, wenn du da hinten noch sein solltest, bring mal bitte ein paar Batterien. Batterien habe ich nur wenige, aber die Energiezellen könnte ich mitbringen. Die Power Shards würden auch reichen. Genau. Gut. Ich schaue mir mal bei der Kohle hier unten. Ich meine, da ist gerade eben noch eine Plasmabirne rum hier ran. So, nehme ich einfach mal den Stack hier mit. Wie sieht's mit Kupferplatten aus? Hast du da was dabei? Kupferplatten habe ich. Moment. 921. Ich brauche 20 Stück pro Extraktor. Okay, ich also nehme einfach noch ein paar mit. Also über 500 habe ich in der Tasche, aber mittlerweile wird wieder was nachgelaufen sein, von daher. Das Lager ist vollgelaufen hier. Hervorragend. Über ja Pipeline. Und dann können wir ja Rohre verlegen bis zum Abwinken. Ja, genau. Machen wir das. Werden wir auch bitter für die. Und wir knurren schon wieder. Runter da. Mach mal gerade einen auf Kammerjäger. Jo, ich muss kurz noch mal auf den. Da knurrt schon wieder was. Was auf den anderen Bildschirm verschieben. Da passt was nicht so, wie sein sollte. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Alles klar. Da hat sich mein Dashboard verabschiedet. Ich möchte gar nicht dran denken, diese Aufnahmen hier alle dann für YouTube auch zurechtzuschneiden. Das wird ein Riesenakt. Das glaube ich dir. Flatter. Na, hier steht auch so ein Günder rum. Ich bin vollkommen in die falsche Richtung gelaufen. Hey, wo bist du denn? Ach, du bist gar nicht oben an den Wasserfällen. Ich bin unten. Nee, ich bin noch unten bei den Kohleextraktoren. Ich wollte da jetzt hochkommen, aber ich wollte hier unten erst einen auf Kammerjäger machen. Ach so, weil ich habe jetzt keine Materialien für die Extraktoren dabei, ne? Ja, ist kein Problem, ich bin schon auf dem Weg. Ich mach mich gerade auf dem Weg nach oben. Weil ich habe mich so grob nach deinem Spieler-Icon oben ausgerichtet und habe mir gedacht, irgendwie, du läufst ja vollkommen verkehrt. Habe ich mal nachgeguckt, okay, du bist ganz woanders. Schaue ich mal kurz, was das Stromnetz sagt, weil ansonsten nehme ich direkt den Notstrom mit. Den Notstrom können wir dann erst noch so lassen, wie er ist. Dann bauen wir dann erst die Sachen soweit fertig. Und dann können wir den Notstrom immer noch an. Ja, aber ich kann ja schon mal hochziehen, ne? Oh, das ist ja stimmt.
Könnt ihr schon machen. Bäh. Ich muss ja nur schauen, welche Strommasten es am Ende waren. Weil die für Notstrom habe ich ja alle rot eingefärbt. Die, wo ich jetzt setze, sind nicht mehr rot. Und wenn ich dann einen falschen entferne. Am besten an der Kartengrenze. Setzt ihr besser an der Kartengrenze entlang. Da, wo es runter geht zur Schlucht, dann ist das. Zu spät. Okay. Viel zu spät. Ja genau, Avantar, waren wir auch bei 7057, aber es ist nur eine... Oh, da schießt was auf mich. Ist nur eine Frage der Zeit, bis die nach und nach jetzt ausfallen. Wir hatten es schon mal getestet, beziehungsweise zweimal haben wir es schon gesehen. Ist recht lustig, weil die fallen dann wirklich reihenweise aus nacheinander und dann ist rum. Und dann kommt das tolle Geräusch. Bell. Und das war's. Genau. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ach, da hinten ist... Ich bin jetzt voll die Kurve gelaufen, aber egal. Oh, egal, wir haben... Bei mir glühen die Brennstoffgeneräle immer noch in Feuerwehr. Okay. Das sind diese scheiß Fliegen jetzt. Ganz toll. Wo ist mein Gewehr? Wo ist mein Gewehr? Da. Ich sag hier, einerseits finde ich es ganz gut, dass die Dinger spawnen. So geht ein wenig Zeugs für die Inhalatoren nicht weg. Die Panzer für die Biomasse zur Not. Aber ansonsten. Fliegen hätten sie sich auch schenken können, aber irgendeinen nervigen Faktor muss es ja immer geben. Ja, ist klar. So, ich mach mal diese Fusionatoren hier raus, die stören mich ein bisschen. Die waren ja noch von der Anlage, die wir vorhin gebaut haben. Hier. Einmal auf 0 und wechseln sie. So, wo treibst du dich rum? Hinter dir. Ah, okay. Vor dir. Neben dir. So. Sieht so ziemlich rot aus. Ach, da. Oh, das ist natürlich perfekt. Ah, grüß dich, Leonie. Schön, dass du da bist. Kann man da laufen? Ja. So. Schon wie. 120 Meter pro Minute. Achso, wir holen ja 300 von jedem, das heißt, ich brauche mehr. Setze ich daneben. Okay, das erinnert mich schon wieder an meine Base. Alles kreuz und quer. Ja. Man hätte das Ganze jetzt auch mit zwei Rohren machen können, indem da einfach mit den Mittelsteg hättest durchgezogen, zwei Leiden übereinander und dann hättest du immer zwei Wasserextraktoren an eine Leitung angeschlossen. Somit hättest du dann
Ja, aber dann habe ich ja Verlust, weil die fördern ja 300, wenn man so hochtaktet, und ein Rohr fasst ja nur 300 Kubik. Dann habe ich ja direkt Ja, wieder das Verlust ist ja drin. das Problem. Also braucht doch jeder sein eigenes Rohr. So. Wo habe ich denn den Strom? Den habe ich da oben hin. Ach, ich habe keine Kabel mehr. Hast du noch Kabel einstecken? Muss ich gleich mal kurz nachgucken. Glaube, es ist Kabel. Und noch ein Stück habe ich. Gut, bräuchte ich ein bisschen. Glaube ich. Nee, blöd. Was ist da Egal. oben? Wo? Was? Ja, erst, ich gucke immer oben aufs Icon und dann gucke ich immer nach oben und dann, ja. Ist relevant. Geistige Verwirrtheit, alles. Ah, okay. Ich glaube, ich habe die Dinger wieder auf dem Kopf. Nö. Die sind unten im Wasser. Das war ein Feld, da runter. Ah, da liegen sie. Okay, Dankeschön. Na, ich habe das Kabel falsch jetzt. Dieses Geräusch, wenn die anlaufen. Klingt schon irgendwie cool. Cool, oder? Wie viele Shards muss man da einsetzen? Da musst du mal gucken, ne? Steht ja da 120 die Basis und wenn du dann den Charts einsetzt und hochziehst, zeichnet die ja da glaube ich dann 80 Wenn ich an oder komplett 900. übertakte, komme ich auf 300, aber nicht auf 600. Also er schafft bis zu 600 Kubik pro Minute, da steht er ja unter dem Zeigerarsch, dann wird das angezeigt. Ja, aber ohne Übertaktung steht hier bei mir 120, mit einer Richtig, ja. Übertaktung 180, mit zwei Ja, mit zwei Übertaktungen bis 240 40 und mit und drei der dritte ist 300. dann 300. Mehr geht ja nicht mehr. Also weit weg Das von ist der ja auch. 600. Ja, weit weg, weit weg. Ich habe auch noch keine Stelle gefunden, wo er noch ich glaube eine, das ist eine ganz. Ich würde mal eigentlich mal testen, aber mal ins ganz tiefe Wasser geht. Da ein 720 Förder. Weil das hätte der auf dem Leder auf ihre Schuss rein. Bist du noch da? Ja, bist du noch da? Ja, aber der Screen steht. Okay. Warum tut er das? Jetzt läuft er wieder. Interessant. Ich sehe Meine das Tochter hat mich Bild da gerade jetzt. drauf aufmerksam gemacht. Ja, ich sehe jetzt rechts das Bild auch und es läuft jetzt die ganze Zeit, obwohl ich gar nichts mehr mache. Also jetzt ist anscheinend eine schöne Zeitverzögerung drin. Dachte ich jetzt auch gerade. Das heißt also, wir haben jetzt bei voller Übertaktung 300 pro Gerät. Gut, dann müssen wir das halt jetzt nur Das noch heißt, irgendwie runterführen. im Prinzip bräuchten wir dafür jetzt vier Leitungen. Ja genau, darum haben wir ja vier Anschlüsse. Was hast du denn da gemacht? Ich? Das hier war doch du. Ich habe doch nur die hinteren beiden gemacht. Das habe ich mich auch gerade gefragt, was hier schief gelaufen ist. Okay, jetzt ist der Stream anscheinend schon wieder ausgefallen. Ja, jetzt ist gar kein Spiel mehr da.
ist er wieder da. Sicher? Ich sehe noch kein Bild. Doch, ja, jetzt bist du gerade mit Escape in dem Menü in Modus gegangen. Das ist jetzt total bescheuert. Interessant ist, auf der PS4 stehst du jetzt im Pausenmenü. Also, ne, wenn du Escape drückst, und auf dem Handy meiner Tochter lief das Bild jetzt gerade noch weiter und jetzt stehst du da auch am gleichen Punkt. Jetzt bist du aber auf der PS4 wieder im Spiel, direkt auf dem Spielbildschirm. Interessant. Da hat jeder einen anderen Stand jetzt. Gerade irgendwie sehr verwirrend. Ah, bodenloser Abgrund. 2, 3, 4. So. Ja, wollen wir die 4 Stück übereinander stapeln und dann da unten rechts weggehen? Würde ich sagen, ja. 2 Einzelleitungen. Na gut, dann stapeln wir die. Ach, du willst da lang, oder was? So geht's natürlich auch. Gehen wir über das Band hier jetzt erstmal runter, würde ich sagen. Dann. So, hatte gerade einen Speicherfreeze, also nicht wundern. Normalerweise kenne ich das so von meiner Leitung nicht, dass es hängt. Kenne ich nur von anderen Streamern und Streamerinnen mit Vodafone zum Beispiel. Ah, Mist, das langt nicht ganz. Verdammt. Reicht nicht? Ja, kein Problem. Bin schon auf dem Weg. Kannst du nochmal ziehen? Bis dahin wird's gehen. Passt. Sollte gehen. Denk dran, ja. Bodenloser Abgrund. Ganz oben langt's nicht. Okay, machen wir anders da. Pass auf, gibt's einen kleinen Trick. Das funktioniert auch ganz witzig. Wo ist denn das? Da unten. Flieg mal hoch. Oben auf die Röhre. Den Ständer oder sowas. Jetzt stell das Ding mal direkt hier oben auf so halbe Röhre hin. Halbe? Ja, das ist ja egal jetzt wohin. Hauptsache, das, du kannst dann mit dem Ständer auf der Röhre bauen und dann von dem Ständer rüber zum Anschluss. Keiner Trick 17. Sonst funktioniert es nämlich nicht. Oh. Okay, es sieht zwar komisch aus, aber funktioniert. Jo. Zweck. Heilig erstmal die Mittel, ne? Ja. Na gut. Könnten es auch auf 2x2 aufteilen, wenn es dir lieber ist, dann wird das nicht aus. Ne, ne, machen wir auf eine Reihe. Passt schon. Ist hier faul. Ich weiß noch nicht, was du vorhast. Ich kann nicht stapeln. Er baut da wieder keinen Ständer rum drauf. Das ist schlecht. Ja, weil. Hey Maria, grüß dich. Läuft ganz gut und selbst. Er will einfach. Gut, dann baue ich selbst mal ein. Beziehungsweise 4. So, in welche Richtung wolltest du? Naja, jetzt im Prinzip von hier aus dann die kürzeste Distanz rüber zu den Kohlekraftwerken. Hätten wir vielleicht mit Signalisatoren ordentlich markieren müssen. Aber naja, eher am Kartenrand einfach entlang, würde ich sagen. Da kommen wir schon hin. Das wäre jetzt zum Beispiel die grobe Richtung, die ich jetzt sagen würde, weil... Wenn du dich hier oben auf die Ecke stellst, am Kartenrand entlang guckst, das eine große Gebäude ganz hinten bei den Bäumen steht genau vor deinen Kohleextraktoren. Ja gut, heißt, das ist also im Prinzip das Gebäude anpeilen.
Ja, das soll eigentlich kein Problem sein. Kriegen wir hin. Da sieht man nämlich links noch von den Bäumen nämlich noch so ein paar Schornsteine. Ja, die Bäume hier kannst du auch wegsprengen, bis der Kolben blüht. Die kommen auch immer wieder. Bei mir werden keine Bäume gesprengt. Wofür gibt es die Kettensäge? Kannst du ruhig die. Beim nächsten Mal Laden des Spielstandes kommen sie wieder. Ich halte da lieber die Kettensäge rein. Eisenplatten sind leer. Hast du noch Eisenblätter einstecken? Ansonsten hole ich welche. 208 habe ich noch. Ja, ist auch nicht mehr die Welt, ne? Oh, hier fehlt Fundament. Das liegt jetzt mindestens schon 100 Folgen zurück und ich habe da noch kein Fundament drunter. Ach so, das hier. Ich dachte, das ist gewollt. Nein. Hättest du jetzt nichts gesagt, hätte jeder gedacht. Englische Bauweise. Mhm. Aber das wäre jetzt so ein schöner Sprung gewesen, wo du hättest diese Stahlstützen nehmen können. Wäre eine Möglichkeit gewesen, ja. Ich weiß nicht, ob man die Dinge einfärben kann oder ob die permanent orange. Das weiß ich nicht. Ich habe mit denen noch nicht rumexperimentiert. Ich schon, aber ich bin nicht aus Färben gekommen.